Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum nächsten Baubericht-Video von Ford Focus WRC02. Wie im letzten Video angekündigt, geht es in diesem Teil um das Interieur. Wir haben dann die Sitze, die Schalensitze zu machen, die werde ich mit schwarzem Flocking machen. Dann haben wir hier das Cockpit, das Armaturenbrett und den Überrollkäfig. Hier haben wir noch ein paar Deckels einzukleben, die Scheinwerfer und an der Karosserie haben wir dann noch ein paar Kleinigkeiten wie Antennen etc. zu machen. Und dann sind wir auch schon mit dem ganzen Teil durch. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen.
Das Interieur von unserem Ford Focus ist jetzt fertig. Ich habe auch das erste Mal mit den Gurten gearbeitet. Wie man die Gurte macht, habe ich noch mal ein separates Video gemacht. Das verlinke ich euch mit in die Videobeschreibung. Genauso wie das Thema Flocking. Und ich bin persönlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe auch versucht, so nah wie möglich ans Original ranzukommen. Das kann ich euch gerne mal zeigen. Zum einen sieht man hier bei dem Lenkrad schön, dass da auch ein Feld drum ist. Hier sind ein paar Knöpfe mehr als wie beim Modell selber, aber ich habe auch hier die zwei roten Knöpfe mit angebracht, genauso wie diese zwei. Das zeige ich euch jetzt hier am Modell nochmal. Hier sieht man die zwei roten Knöpfe. Man sieht auch deutlich, dass es weniger Knöpfe sind. Habe auch hier beim Lenkrad habe ich den gelben und den grünen Knopf mit angebracht. Und bei den Gurten zeige ich euch auch mal ein Bild. Und zwar bei dem Original sieht man ganz deutlich die zwei blauen Gurte, beziehungsweise vier blaue Gurte sind es ja, gehen um den Käfig herum. Und hier hinten haben wir auch den roten Gurt, der bei dem Ersatzrad mit dabei ist. Das sieht man auch hier sehr schön. Hier haben wir es drum gewickelt und hier habe ich dann auch den roten Gurt mit hingemacht. Dann sind wir auch schon am Ende meines Videos von dem Interieur. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, schreibt es mir bitte in die Kommentare oder lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich auch wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Bauschritt-Video einschaltet. Da geht es dann um die Karosserie, die wir dann fertigstellen und auch das Fahrzeug komplett fertig machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schönen Tag wünsche ich euch noch. Bis dahin. Tschüss, der Modellbauer.